schaffst du es, ohne Maske noch cooler zu sein? Ich war die ganze Zeit so cool. Ja, mal richtig wild. Irgendeine Spur von Spot? Hey, hat irgendjemand Spot gespottet? Na, sehr witzig. Noch jemanden Witz auf Lager? Da du es gerade erwähnt. Ja, mit dem das ist ja total unglaublich. Das ist die Lobby. Willkommen bei der Spider Society. Ziemlich heftig. Was ist aus der kleinen Elite-Eingreiftruppe geworden? Viele von denen sind noch halbtags am Start. Gwendy, wie viel hast du ihm erzählt? Über seine Rolle hier? Ein wenig. Vielleicht nicht genug. Hier. Oh, meine eigene Uhr. Das ist ein Tagesticket. Oh. Hält dich nur davon ab, das zu tun. Hey, Gwen. Hey, Peter. Hi, ich bin Miles. Hey, Gwen. Hey, Peters. Ich bin ein neuer Rekrut. Peter, geh mit deinem Team auf das Transportdeck, um bei diesem Spot-Chaos zu helfen. Ich würde es nicht als Chaos bezeichnen, eher als Weg zum Erfolg. Ben Reilly, ich brauche... Tut mir leid, ich kann gerade nicht reden. Ich denke über meine Vergangenheit nach. Ehrlich gesagt, brauchen wir dich hier aus irgendeinem Grund. No. Das war eine besonders erschütternde Erinnerung. Jetzt geht's ihm gut? Oh. Howdy, der Name ist Webslinger. Wieso braucht das Pferd eine Maske? Um ihr Gesicht zu verbergen. Höher, auf geht's! Wer sind die in den Laserkäfigen? Anomalie, Leute, die in der falschen Dimension gelandet sind. Wir vermöbeln sie und schicken sie nach Haus. Die sind nicht so interessant. Was? Wir haben einen Haufen Doc Ops. Oh, interessant. Ein Renterio. Mysterio. Wow. Videospieltyp. Ich liebe Videospiele. Noch ein Videospieltyp. Hast du? Redest du mit mir? Typeface. Schwarzer Helvetica, Spider-Man. Fett. Ein interessanter Kraven. Ein langweiliger Rhino. Ein Prowler. Prowler? Nicht dein Prowler. Hey. Hey. Ist unhöflich zu starren. Den habe ich selbst erwischt. Bin ausgerutscht. Du? Okay, eigentlich habe ja ich die ganze Arbeit gemacht. Wie viele Missionen habt ihr schon zusammen gemacht? Ah, nicht sehr viele. Mehrere Dutzend? Das ist cool. Entschuldigung. Ich bin Spider-Man. Oh, was? Wirklich? Das sind wir alle. Könnten wir jetzt weitergehen? Warte. Was bist du? Ich bin ein Avatar. Mein Körper ist in der Dimension meiner Eltern, chillt in einem Gamingstuhl und futtert Chips. Hier ist es besser. Verstehe ich. Was macht das Ding denn? Außer einen coolen Namen zu haben? Die Nachhausemaschine. Was habe ich gesagt, hä? Ich habe dagegen gestimmt. Sie ermittelt, aus welcher Dimension deine DNA stammt und schickt dich dahin zurück. Er ist superhuman und gar nicht creepy. Okay. Bis dann, Alter. Auf nimmer Wiedersehen. Wir sollten gehen. Wir wollen den Boss nicht warten lassen. Sehen wir uns? Los geht's! Hey, viel Glück da draußen, Mann. Okay, bis dann. Miguel klingt unter Zucker. Er mag diese Empanadas aus der...